Wisst ihr eigentlich, wer der erfolgreichste Kanal auf YouTube ist? Richtig, T-Series aus Indien. Den Kampf gegen PewDiePie vor 4 Jahren habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Ich habe immer noch einen Ohrwurm. Bitch, Lasagna. Bitch, Lasagna. Das Debakel darum, dass jetzt nicht mehr ein einzelner Creator die Nummer 1 auf YouTube ist, sondern ein riesiges Netzwerk, das Filme, TV-Serien und Musikvideos produziert. Das ist Vergangenheit. Wer ist dicht dahinter auf Platz 2? Ist es PewDiePie? Nein. Ist es etwa Mr. Beast? Auch nein. Ist es Z-Max? Bitte nicht auf Mutter. Fast. Es ist tatsächlich ein Kanal mit über 160 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Aufrufen. Im Durchschnitt hat jeder Mensch auf dieser Erde, Oma Sibylle, Barack Obama, selbst jedes Baby auf dieser Welt, jeder Mensch mindestens 20 Videos von diesem Kanal gesehen. What? Die Rede ist von Cocomelon Nursery Rhymes. 160 Millionen Abonnenten, 160 Milliarden Views. Wenn die meinen CPM hätten, also wie viel Euro man mit 1000 Views verdient, das ist bei mir im Schnitt ein 2er CPM, also 2 Euro pro 1000 Views, dann hätten die 320 Millionen Euro Umsatz. Und vielleicht haben sie einen besseren CPM. Die jährlichen Werbeeinnahmen werden sogar auf 120 Millionen Euro geschätzt. Und wisst ihr mit welchem Content? Seht selbst. Hilfe. Das ist Cocomelon, der bald vielleicht erfolgreichste YouTube-Kanal aller Zeiten auf der ganzen Welt. Nursery Rhymes, das bedeutet auf Deutsch so viel wie Kinderlieder. Das meistgeklickte Video von denen handelt vom Baden und hat einfach über 6 Milliarden Aufrufe. Und ihr habt safe noch nie davon gehört. Und warum dieser Kanal in meinen Augen gigagefährlich ist und warum ein dubioses Geschäftsmodell dahinter steckt und keiner so wirklich weiß, wer diesen zweiterfolgreichsten Kanal der Welt betreibt, das besprechen wir heute. Mehr als Papa bereitet das Bauchschmerzen. Und weil die Videos auf diesem Kanal mein Bruder Tobi schneidet und der irgendwie ja auch seine Miete zahlen muss, an mich, kurze Werbung an der Stelle für mein Sponsor Holy. Holy hat noch einmal restockt, das heißt, etliche Sorten sind endlich wieder auf Lager. Beispielsweise der Strawberry Shark. Die neue Sorte Gorillas Grapes, die ich hier in der Hand halte, feiere ich gerade jetzt im Sommer ultra hart. Schön mit Eiswürfeln und dazu Erdbeeren aus dem eigenen Garten. Ist aktuell einfach mein Lieblingssnack. Warte, du hast noch nie bei Holy bestellt? Puh, was machen wir da? Ich glaube, da schenke ich dir einfach mal 5 Euro auf deine erste Bestellung mit dem Code Matti5. Und diejenigen von euch, die zu wiederholt mal bestellen mit dem Code Matti10, kriegt ihr natürlich 10% Rabatt auf alles, auf jede Bestellung. Auf alles und jeden, Eistees, Energies, eure Miete, eure Steuern. Danke für euren Support und Prost. Ah, wo waren wir? Ach ja, warum Cocomelon vom Teufel besessen ist. Nein, mal im Ernst, fangen wir erstmal von vorne an. Was ist das überhaupt für ein Kanal? Ihr kriegt jetzt von mir die ganze Geschichte von Cocomelon einmal im Schnelldurchlauf. Ich lese das mal ab. Cocomelon wurde 2006 bereits gegründet von Jay Geon, damals noch unter dem Namen Checkgate, so hieß der Kanal. Mit diesem Kanal wollte er für seine Frau und seine Kinder kostenlose Bildung und Unterhaltung bieten. Erstmal wurden 2 Versionen vom ABC-Song gepostet. Ist euch mal aufgefallen, dass der ABC-Song und Twinkle Twinkle Little Star die gleiche Melodie haben? A, B, C, D, E, F, G, Twinkle Twinkle Little Star. Ein Foreshadowing auf das, was gleich noch kommt. Dranbleiben, Leute. Es wird spooky. Und so wurden erstmal mehrere Videos gepostet über Monate hinweg, in denen das Alphabet erklärt wurde und ähnliches. Die Videos waren meistens 1 bis 2 Minuten lang. 2013 ging es dann los, dass der Kanal neu gebrandet wurde. Die alten Alphabet-Videos wurden neu aufgelegt und auch erweitert. Jetzt wurde nicht nur das ABC erklärt, sondern es wurden Kinderlieder neu aufgelegt. Außerdem wurden die Clips jetzt länger, was Sinn ergibt, weil 2013 genau das Jahr war, in dem YouTube umgestellt hat. Der ganze Algorithmus wurde geändert. Es ging nicht mehr um Klicks, sondern um Watchtime. Habt ihr bestimmt alle mitbekommen, geführt wurden alle Videos auf YouTube länger, meine auch. Mit den Jahren kamen dann auch Computeranimationen dazu. 2016 wurde das erste Mal ein 3D-Charakter eingeführt, der, surprise, Twinkle Twinkle Little Star gesungen hat. Ab da wurden die Animationsvideos häufiger und die haben sogar Motion Capture benutzt. Irgendwelche Erwachsenen haben dann die Tänze eingetanzt und das dann so auf kleine Babys animiert. Ja, damit halt die Tänze akkurat aussehen. Außerdem wurden Hauptcharaktere eingeführt, die immer wieder in den Videos vorkamen. Bis 2018. Dann ging es nämlich richtig los. Der Kanal wurde noch einmal umgebrandet zu Cocomelon, so wie wir es heute kennen. Es gab dieses Standard-Intro und Outro mit diesem Wassermelonen-Logo und dem Marienkäfer. Der Content wurde nicht nur auf Englisch ausgespielt, sondern es wurden Ablegerkanäle geöffnet, wo die Videos auch auf Arabisch, auf Spanisch, auf Portugiesisch, Chinesisch und auch Deutsch veröffentlicht wurden. 2019 gab es dann den größten Abo-Zuwachs. Das Video über das Baden, ihr erinnert euch, das meistgeklickte, wurde vom Pew Research
Center als das meist empfohlene YouTube-Video aller Zeiten eingestuft. Gefühlt jeder hat irgendwann auf YouTube dieses Video mal empfohlen bekommen. Das habt ihr, inklusive mir, nur wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Trotzdem gab es einen Einbruch in den Klicks, weil YouTube, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, damals ja so eine Kindersicherung eingeführt hat. Man muss jeden Upload bis heute einstufen als für Erwachsene oder für Kinder geeignet. Und dann werden entsprechend andere Werbeeinnahmen verteilt. Es wird auf YouTube Kids oder auf dem Erwachsenen-YouTube ausgespielt. Und es gab ja noch diesen eingeschränkten Modus. Das heißt, manche von euch haben plötzlich meine Videos nicht mehr gesehen, weil sie in diesem eingeschränkten Modus nicht verfügbar waren, weil ich gesagt habe, die sind eher für Erwachsene als für Kinder. Boah, das war so ein Chaos. Versteh mich nicht falsch, ich finde das super gut, dass YouTube eingeführt hat, dass Kinder jetzt geschützt werden auf der Plattform. Beispielsweise, wenn Kinder ein Video hochladen und YouTube erkennt, dass das Kinder sind oder unter 18-Jährige, dann werden standardmäßig die Kommentare deaktiviert, damit die halt nicht beleidigt, gemobbt, belästigt werden. Prinzipiell finde ich das gut, dass YouTube da Minderjährige schützt. Das ist eine super tolle Sache. Es war nur saukaotisch umgesetzt. Auf jeden Fall brachen unter dieser Änderung die Klicks von Cocomelon etwas ein. Statt 575 Millionen Views pro Woche. Die haben eine halbe Milliarde Views pro Woche gemacht. Waren es dann in der Woche darauf nur noch 400 Millionen, nur noch. Und dann 300 Millionen und dann 250 Millionen. Immer noch gigantisch. Die Cocomelon-Serie wird seit Jahren übrigens auch auf Netflix veröffentlicht und hat 2020 in der Corona-Pandemie zu den meistgeschauten Serien der Welt gehört. Noch vor The Office und vor The Queen's Gambit, was ja die erfolgreichsten Serien eigentlich in der Pandemie waren. Dazu sage ich gleich noch mehr. Dranbleiben, Freunde. Nicht nur Netflix, auch Cartoon Network strahlt die Serie mittlerweile aus. Und wisst ihr, was dabei das Allerseltsamste ist? Keiner weiß so wirklich, wer diese Serie produziert. Kein Scherz! Es fing ja an mit einem Jay Jeon, hatte ich euch ja erzählt, der für seine Familie Content machen wollte. So wurde der YouTube-Kanal 2006 gegründet. Aber mittlerweile steckt dahinter logischerweise eine dicke Firma mit 20 Mitarbeitern, die den ganzen Tag ohne Pause animieren und Songs einsingen. Der YouTube-Kanal selbst wurde 2020 gekauft von der britischen Firma Moonbug Entertainment, wird aber von der amerikanischen Firma Treasure Studio bespielt. Das heißt, den einen gehört das, die anderen sind aber für den Content zuständig. Aber wer konkret dahinter steckt, das weiß keiner. Wie kann das sein? Das Wall Street Journal hat versucht, Treasure Studios zu kontaktieren, konnte die aber nicht erreichen. Das Magazin Wired hat ein Pärchen in Irvine identifizieren können, die eventuell etwas damit zu tun haben, aber auch die konnten sich nicht äußern dazu. Letztes Jahr, 2022, wurde Moonbug Entertainment, die wiederum Treasure Studios gekauft hatten, ebenfalls wiederum aufgekauft von einer Firma namens Candle Media, welche wiederum von zwei ultra hochrangigen Ex-Disney-Mitarbeitern gegründet wurde. Seid ihr durchgestiegen? Ich auch nicht. Es ist absolut verwirrend und irgendwie auch gruselig, dass da eine Produktionsfirma ist, die mehrere hundert Millionen Euro Umsatz macht im Jahr, Milliarden von Klicks im Monat macht, so viele wie ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich nicht erreichen werde und keine Sau weiß, wer das ist. Das wurmt mich! Also, die Firmenpolitik ist schon mal absolut fraglich. Aber wie sieht es jetzt mit dem Content selbst aus? Ihr wartet ja die ganze Zeit darauf, dass ich das inhaltlich bewerte. Also, ich glaube, ich habe das Konzept von Cocomelon verstanden. Es wird jede Woche eine ganze Folge rausgebracht, die meistens zwischen einer halben Stunde und einer ganzen Stunde dauert. Und aus dieser Folge werden dann meistens zwei Songs herausgeschnitten, die an zwei weiteren Tagen in der Woche als Musikvideo noch einmal gepostet werden und seltsamerweise immer zwischen 2 Minuten 50 und 2 Minuten 59 dauern. Also knapp 3 Minuten. Und auch diese kleinen Ausschnitte aus der ganzen Folge werden wiederum Millionen geklickt. So ist dauerhaft jeden zweiten Tag Traffic auf dem Kanal. Und das Ganze, wie gesagt, auf dem Hauptkanal in Englisch und auch in den ganzen anderen Sprachen. In diesen Folgen gibt es wiederkehrende Charaktere, die singen, tanzen, mit Tieren spielen. Immer wieder die gleichen Kindermelodien, die wir schon tausendmal gehört haben. Old MacDonald had a farm, twinkle, twinkle, little star. Das vielleicht nicht. Dabei werden als Untertitel die Songtexte immer eingeblendet, sodass man zu Hause fleißig mitsingen kann. Das Konzept ist ja erstmal simpel, aber da verbirgt sich eine richtige Masche dahinter. Schauen wir uns erstmal die Thumbnails an. Klar, man sieht immer die gleichen Charaktere, das Logo, Wiedererkennungswert, bla bla. Aber bei den ganzen Folgen steht immer die Länge in der Ecke. Die Idee hinter Cocomelon ist nämlich folgende. Du hast keinen Bock, dein Kind zu beschäftigen. Du hast ein dreijähriges Kind, dem du theoretisch schon lesen, schreiben, rechnen beibringen könntest, das du beschäftigen und fördern könntest. Boah! Schmutz. Wer hat da schon Bock drauf? Kack auf die nächste Generation. Hier, setz deine Kinder einfach vors Tablet. Die sollen schön Cocomelon gucken und die Fresse halten. Dreckigen kleinen Puh. Du möchtest eben 30 Minuten in Ruhe kochen oder doch lieber eine ganze Stunde deine Ruhe haben vor den kleinen Drecksplagen? Pisser. Weil du noch Maniküre machen wolltest? Kein Problem. Wir schreiben die Länge direkt in die Thumbnails, dass du es nicht übersehen kannst und genau weißt, wie lange du Ruhe hast vor den kleinen...
Es soll mal ein bisschen länger sein. Was? Eine globale Pandemie? Sodass du dein Kind nicht mehr abschieben kannst in die Kita, sondern dauerhaft dein Kind beschäftigen musst? Kein Problem. Wir haben auch 3 Stunden lange Folgen. Digga. Und nach einer Folge ist auch nicht Schluss. Die ganze Serie ist nämlich so konzipiert, dass sie süchtig macht. Und da kommen wir beim Knackpunkt an. Ihr wisst, wie das Belohnungssystem im Gehirn funktioniert? Ich erkläre es euch im Schnelldurchlauf. Wir sehen etwas, was uns gefällt. Wir erleben etwas, was uns gefällt und was unsere Bedürfnisse befriedigt. Dann schüttet unser Gehirn Dopamin aus. Dann sind wir im Prinzip wie auf Droge und unser Gehirn speichert die Info, ey, bei Heißhunger eine Pizza reinstopfen, ist ja mal mega nice. Das nächste Mal, wenn du Hunger hast, mache ich dir Bock auf Pizza. Genauso ist es auch mit Serien und Filmen, die wir schauen. Wenn Kinder andere Kinder sehen, die fröhlich singen und tanzen, dann wollen sie mehr davon sehen. Vor allem, wenn alle 0,3 Sekunden ein Jumpcut stattfindet und immer die nächste Szene, nächster Tanzmove, nächstes Lachen, die nächste Handlung, der nächste Gag. Im Gehirn das ganze Dopamin ein Feuerwerk. Vor allem beim Gehirn von 2- oder 3-jährigen Kindern. Da ist das nochmal viel sensibler als bei uns Erwachsenen. Tobi schneidet das mal nebeneinander, oben und unten. Oben seht ihr Cocomelon und unten seht ihr eine Kinderserie, die ich als Kind gerne geguckt habe. Nehmen wir beispielsweise mal Fillmore. Seht ihr, wie viel mehr Schnitte da gesetzt werden, wie viel schneller das Tempo einfach ist? Wenn das ein 2- oder 3-jähriges Kind sieht, dann fühlt sich das einfach wie Marv bei Kevin allein in New York. Und das ist nicht der einzige Trick, mit dem die Serie arbeitet. Ihr kennt doch bestimmt alle das Prinzip von den Sitcom-Lachern aus den guten Sitcoms der 90er und 2000er. Beispielsweise, wenn Sheldon Cooper zum 69. Mal sagt, Leonard, das ist mein Platz. Dann ist das nun mal irgendwann nicht mehr lustig. Außer der Schauspieler macht danach kurz Pause, damit das Live-Publikum im Saal einen Lachflash schieben kann. Dann ist das nämlich plötzlich Comedy-Gold. Und da wir Menschen Spiegelneuronen in unserem Gehirn haben, finden wir es dann schon eher halbwegs lustig, weil wenn die anderen lachen, muss ich ja auch lachen. Lachen ist ja ansteckend. Schreibt ihr mir ja immer in die Kommentare. Und warum erzähle ich euch das? Weil Cocomelon genau dieses Prinzip nutzt, aber auf Steroide und auf Kleinkinder zugeschnitten, deren Gehirne noch in der Entwicklung sind. Digga, das ist absolut gruselig. Alle 5 Sekunden, völlig random, einfach so willkürlich, hört man im Hintergrund Kinder lachen. Ich zeige euch einen Ausschnitt. Auch wenn die Charaktere selbst gar nicht lachen. When you hear the beat, dance and move. Also die singen einfach, ey, nach dem Buchstaben M kommt das N. Und die Kinder im Hintergrund einfach... Es wird den Kleinkindern, die von ihren Eltern einfach vernachlässigt und vors Tablet gesetzt werden, einfach per Dopamin-Fließbandarbeit eingebläut. Das ist gerade Spaß. Du willst mehr Cocomelon sehen. Papa sagt, genug Tablet für heute. Schmeiß dich auf den Boden. Stampf herum. Schrei den ganzen Supermarkt zusammen. Schubs die Oma im Rollstuhl von der Klippe. Du willst mehr Cocomelon. Hier, jeder Shot geht nur 0,3 Sekunden lang. Schnell, nächster Jumpcut. Babys lachen. Hörst du das? Andere Kinder feiern das. Du also auch. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und gerade in der Corona-Pandemie, als alle Eltern überfordert waren mit ihren Kindern zu Hause, ist das Ding natürlich völlig explodiert, weil was machst du 24 Stunden lang mit deinem Kleinkind? Ja, hier, Tablet, Cocomelon. Für die Entwicklung eines Kleinkindergehirns ist das natürlich absolut fatal. Kinder unter 2 Jahren sollen laut Experten gar keine Bildschirmzeit haben. Die sollen gar keinen Kontakt mit Handy, Tablet oder whatever haben. Da das die kognitive und sprachliche Entwicklung einfach einschränken kann. Die Folgen? Naja, etliche Studien zeigen, dass die neueste Generation Probleme mit der Konzentrationsfähigkeit hat und die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer wird. Es reicht nicht mehr aus, einfach nur ein Video zu gucken, wo was Lustiges passiert. Nein, im Hintergrund muss noch ein Minecraft-Parcours gespielt werden. Oh, guck mal, bei einem Video über den Holocaust läuft im Hintergrund Subway Surfers Gameplay. Und der Charakter hat ein paar Münzen nicht eingesammelt. Boah, das kommentiere ich und werde Top-Kommentar mit 40.000 Likes auf TikTok. Die neueste Generation hat es nicht leicht und tut mir unglaublich leid. Da müssen gerade wir als Eltern ganz genau hinschauen und den Kindern helfen, kreativ und im echten Leben durchs Leben zu gehen. Daran sind ja nicht die Kids selbst schuld. Die konsumieren ja auch nur das, was ihnen geboten wird, ne? Sei es Cocomelon oder TikTok oder YouTube Shorts. Warum YouTube Shorts beispielsweise absolut wild sind, darüber habe ich in diesem Video hier gesprochen. Schaut einfach rein, da geht es mit den Dopamin-Kicks direkt weiter. Ich bin hier jetzt raus, Alter. Bitte zeigt euren Kindern kein Cocomelon.